Hallo. Heute will ich euch mal, oder will ich das Video zum Anlass nehmen, um möglichst viele eurer Fragen zu beantworten, zumindest die häufigsten. Also ich bin, wie gesagt, immer noch voller Freude, dass der Kanal so gut angenommen wird. Ne? Wir haben jetzt bald 1000 Abonnenten. Also vielen Dank an euch, dass ihr meine Kanal abonniert habt und auch denjenigen, die ihn schauen und noch nicht abonniert hat. Also es würde mich freuen, wenn ihr einfach den Kanal abonniert. Ja, und jetzt heute mal so die gängigsten Fragen vielleicht als hier in diesem Video. Also vielleicht vorab, ich bin hier an einem neuen Bienenstand jetzt, oder neu, da hatte ich jetzt dieses Jahr noch keine Bienen. Ich sitze hier auf den Bienenvölkern, die ich in diesem Video, ich blende es euch hier oben ein, im Prinzip als Begattungseinheiten gebildet habe. Die hatte ich ja jetzt lange auf dem Anhänger stehen, was mich auch toll freut, ne, sind im Prinzip 100% Begattungserfolg. Und die habe ich jetzt einfach hier hergestellt, nachdem sie begattet sind. Die bekommen jetzt nochmal Zuckerwasser, relativ dünne, also 0,7 Teile Zucker und ein Teil Wasser, und dann verstärke ich die noch mit den Bienen, die jetzt noch im Wald stehen. Also ich habe noch im Wald die Bienenvölker stehen, mit denen mache ich Kunstschwärme, und die kommen dann hier zu diesen begatteten Königinnen. Da werde ich aber vielleicht später noch ein Bild dazu machen. Dann müssen die natürlich auch in eine richtige Beute umziehen, und ja, genau da fängt eigentlich mein Problem an, dass ich momentan ein bisschen knapp bin am Material. Wie gesagt, ich hätte jetzt nicht mit so einer tollen Begattungserfolgen gerechnet. Und jetzt schauen wir mal, meine werden sicherlich noch das eine oder andere Bienenvolk auflösen später. Aber das schauen wir, lassen wir mal auf uns zukommen. Fangen wir mal mit euren Fragen an. Also eine gängige Frage ist, warum imkere ich mit Datant? Und warum imkere ich hier mit diesem Kasten, mit der 10er Datantbeute? Also das Wabenmaß aus meiner Sicht ist prinzipiell mal, denke ich mal, nicht die große entscheidende Frage, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mit meinen Bienenvölkern Erfolg habe oder nicht. Weil man sieht es auch in der Erwerbsimkerei, es gibt alles. Es gibt das Liebig-Magazin, also Zander, ist deutsch normal, kenne ich jetzt keinen, aber gibt es bestimmt auch. Es gibt Datant, es gibt Zatant, und es sind einfach so diese gängigen Maße. Ich bin damals zu Datant gekommen, weil ich ganz ursprünglich mal meine ersten zwei Bienenvölker auf Langstroh hatte. Und das Langstrohmaß ist eigentlich kompatibel mit der Breite von Datant. Meine Überlegung war dann prinzipiell auf Datant zu wechseln, einfach die Waben sind größer, das heißt, ich muss weniger Waben einlöten mit Mittelwänden und muss auch in der Schwarmkontrolle vor allem weniger Waben durchschauen. Das war so für mich mal die, damals, wo ich relativ jung war, in der Imkerei mal so die erste grundlegende Entscheidung. Ja, mittlerweile kommen da noch viele andere Gründe dazu. Also ein wesentlicher Grund, was bei mir dann noch dazu kommt, ist der ungeteilte Brutraum. Das heißt, ich habe meinen Brutraum nicht über zwei Waben in die Höhe gezogen, also keine Holzleiste dazwischen. Das finde ich, tut den Bienen einfach gut. Ne? Es gibt ein geschlossenes Brutnest, das gefällt mir ganz gut. Und was mir auch gefällt, ich meine, die sind ja nie voll, ne? Also bei mir nie voll. Ich habe ja keine 10 Waben Datant da drin, sondern vielleicht in der Spitze 8. Und das heißt, ich habe immer einen Arbeitsraum auf der einen Seite, sodass ich die Waben einfach durchblättern kann. Ne? Ich habe keine Verkitten, ich kriege die Waben sauber gelöst, und es gefällt mir einfach. Ne? Sie ist durch diesen Sheet komplett anpassbar, an der Volksstärke, und das ist einfach mein Ding in der Hinsicht. Also das sind eigentlich jetzt mittlerweile für mich die ausschlaggebende Gründe.
Ich meine, dann die Frage, warum nicht 12 Uhr Tanz? Das ist für mich eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil ich keine 12 Farben brauche. Da habe ich hier einfach nochmal 10 cm, ich weiß es nicht, wie viel Luft, die ich beim Wandern durch die Gegend fahre. Wie gesagt, brauche ich nicht. Meine Völker kommen eigentlich über 8 Waben nicht hinaus, auch in der Überwinterung. Also ich habe da kein Platzproblem und wie gesagt, ich sehe nicht, wo ich die 12 Waben brauche. Vor allem, weil dann halt auch nichts mehr kompatibel ist. Ne? Dann passen keine Honigräume mehr und keine Absperrgitter, also keine Fütterer. Alles ist anders und deshalb stellt sich für mich diese Frage prinzipiell nicht. Also wie gesagt, glaube ich, das erfolgreiche Imkern ist vom Wabenmaß relativ unabhängig. Ja, ich meine, es gibt natürlich da schon Sachen, also umso kleiner die Wabe ist, umso ungeschickter finde ich es für die Bienen einfach, weil die da viel hin und her krabbeln müssen auf den Waben. Aber es funktioniert ja trotzdem. Ne? Das zeigen ja sehr viele verschiedene Imker, die das über Jahrzehnte pflegen, in unterschiedlichen Wabenmaßen. Mein ein Nachteil von der Tant ist, das spielt jetzt bei mir nicht die große Rolle, aber man bekommt relativ schlecht Bienenvölker gekauft. Ne? Also bei uns in Süddeutschland würde ich mal behaupten, 90, 95 oder 98% der Bienenvölker, die man kaufen kann, sind auf Zander. In Norddeutschland oder im Westen ist noch Deutsch normal wahrscheinlich, glaube ich, so was ich gehört habe, das Ausschlaggebende. Ich meine, das ist sicherlich auch dann eine Überlegung, wenn ich mit der Imkerei anfange, wo bekomme ich Bienen her, wie kann ich mich vergrößern. Deshalb ein gängigeres Maß zu nehmen wie der Tant. Das ist jetzt im Hobbybereich ja nicht so arg verbreitet. Ja, da muss jeder sich selber seine Gedanken machen. Aber meine Beweggründe habe ich euch jetzt ja genannt. Dann war noch die Frage, die Hitze, schadet es den Bienenvölkern? Also ich habe da keine Probleme. Also ich sprühe die nicht mit Wasser ein, wie das andere machen, die vorlagern sind. Ich meine, das hilft für 10 Sekunden, für eine Minute, wo das abkühlt, dann ist das Wasser ja auch weg. Also das finde ich unnütze Arbeit und das kennen die Bienen ja in der Natur so auch nicht. Ich meine, wichtig ist, sind zwei Sachen bei der Hitze. Das ist zum einen ein isolierter Deckel. Bei mir ist das jetzt eine Holzplatte und dann diese Luftmasse durch den Mikrofütterer, was wir hier sehen. Ne? Also da habe ich einfach einen Abstand, dass von oben die Sonne nicht voll in das Bienenvolk reinknallt und da einfach eine gewisse Isolierung ist. Und dann ist es natürlich auch der Bienenstand. Ne, ihr seht es jetzt auch im Hintergrund, meine Bienen stehen in der Regel immer in so einer Mischung Schatten-Sonne. Die stehen eigentlich nie den ganzen Tag in der prallen Sonne und nach Möglichkeit halt über den Mittag in der Sonne, im Schatten. Das geht nicht immer, aber ein Großteil vom Tag einfach, dass die beschattet sind. Ein normales Bienenvolk bekommt es auch ohne Probleme hin. Also ich habe da jetzt noch nie irgendwie feststellen können, dass sich da radikal was ändert. Ich meine, klar, es wird dann irgendwann bei über 30 Grad wird kaum noch Nektar gesammelt oder gar kein Nektar irgendwann mal. Die Flüge werden eigentlich eingestellt, aber ich meine, das ist die Natur der Biene. Und wenn ich da irgendwie jetzt Wasser einbringen möchte oder den Bienen sonst was Gutes tun will, deshalb fliegen die nicht raus und sammeln Nektar. Und ja, das ist eigentlich so meine Ansicht zu den Dingen. Was ihr in den anderen Videos gesehen habt, wenn ich schwache Völker habe oder auch hier die Begattungseinheiten, wo die noch nicht begattet waren und relativ schwach sind, dann lege ich da einfach Gras auf die Deckel, ne, dass die noch mal ein bisschen Schatten haben. Aber das mache ich eigentlich nur bei diesen ganz schwachen oder kleinen Völkern. Ja, bei der Hitze sind wir auch bei der Varroa-Behandlung. Also ich habe ja jetzt in den letzten Videos habt ihr es ja gesehen, ich meine, ich kann die auch nochmal hier oben verlinken, mit dieser Brutentnahme gearbeitet. Das hat einfach diesen Vorteil, das kann ich machen, wenn noch Tracht herrscht,
oder in der auslaufenden Tracht. Und das kann ich auch bei 30, 35 Grad machen. Da bin ich jetzt beim Teil meiner Bienenvölker natürlich auf der sicheren Seite. Was ich bei 35 Grad oder 33 Grad oder sagen wir prinzipiell über 30 Grad nicht mache, ist diese Varroa-Behandlung mit Ameisensäure. Auch mit dem Nassheider Professional. Weil der kann das noch am besten ab, diese hohe Temperatur, aber es verdunstet einfach doch relativ viel Ameisensäure. Das kostet Brut in den Bienenvölkern, die da abstirbt und kann auch natürlich die Anzahl an Königinverlusten ein bisschen nach oben treiben. Und deshalb warte ich ab. Also ich werde jetzt einen Teil meiner Bienenvölker, weil sie bringen ja jetzt nächste Woche auch wieder nur 30 Grad oder 35 Grad. Wir haben einen Teil meiner Bienenvölker, wie gesagt, noch im Wald. Da habe ich jetzt seit dem letzten Regen, Anfang der Woche, wo wir hatten, habe ich keine, oder warten wir zwei Tage relativ starken Regen, habe ich keine Zunahmen mehr. Da werde ich jetzt noch abwarten, das Wochenende, ob sich die Lauspopulation nochmal erholt. Und ansonsten werde ich da sicherlich den Waldstandort nutzen und da die Ameisensäure behandeln. Da habe ich immer noch über 25 Grad oder um die 25 Grad, also bin im optimalen grünen Bereich. Und dann werde ich das da machen, zumindest beim Teil. Aber jetzt, wie gesagt, an Völkern, die in der Mittagssonne stehen oder relativ viel in der Sonne stehen, würde ich das absolut noch nicht machen. Höchstens, ich habe wirklich massiven Varroa-Befall. Aber auch da wäre mein Mittel der Wahl immer noch bis Anfang August die Brutimpfung. Ja, zum Füttern. Das war auch noch eine Frage, wie... Ich hatte das auch in den anderen Videos erzählt, ich fütter relativ dünnflüssig. Warum mache ich das? Also bis Mitte August mache ich das, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bienenvölker dann besser nochmal ein bisschen brüten und vor allem bauen die mir besser meine Mittelwände aus oder meine Naturwaben oder Naturwabenbau. Also sie bauen viel schöner. Ich meine, dieses Bauen kostet natürlich auch Futter. Also da weiß ich nicht, da gibt es verschiedene Angaben. Also 3 Kilo Zucker zu 1 Kilo Wachs oder 8 Kilo Zucker zu 1 Kilo Wachs. Also sehr unterschiedliche Angaben, aber es kostet Geld, diesen Naturwabenbau oder der Wabenbau an sich. Aber zum einen finde ich es wesensgemäß, warum ich das mache. Und zum anderen habe ich dann frische Waben einfach. Und deshalb füttere ich einfach, solange gebaut wird. Relativ dünnflüssig und dann irgendwann mal Mitte August füttere ich auch dickflüssiger. Ne? Ich mische ja mein Futter selber an, also insofern meine ich versuche immer so 3:2, aber mein, ich habe sicherlich auch Mischungen, wo dieses Verhältnis nicht entsprechen, wo dünner sind. Ja, also so ist eigentlich bei meiner Fütterung. Ich füttere ja, wie man es hier sieht, mit diesem Mikrofütterer, das habe ich ja schon mal gesagt. Und dann fahre ich da lang und fütter die abends. Und dann in der nächsten Woche nochmal. Und so mache ich das einfach Stück für Stück, füttere ich die in einen relativ kleinen Happen auf, dass einfach das Brutnest nicht so arg eingedämmt wird durch das Futter, wo dann eingelagert wird. Ich meine, da muss man auch sagen, ne, man hat ja Zeit. Zum Füttern im Prinzip. Ne? Ich mache eine Varroa-Behandlung, dann habe ich 4 Wochen im August Zeit oder bis Mitte September 4 Wochen Zeit zu füttern und dann kann ich immer noch mal eine Varroa-Behandlung machen, wenn es notwendig ist. Also da verfalle ich nicht in Hektik, da lasse ich mir die Zeit und mache das nach und nach. Nochmal schön zurück zur Varroa-Behandlung. Es war auch oft die Frage, mache ich diese Brutentnahme auch bei Jungvölkern? Nein, da mache ich die nicht. Ich mache die nur bei Wirtschaftsvölkern. Jungvölker sind ja im brutfreien Zustand schon mal behandelt worden im Mai bei mir. Sprich, die haben nicht so viel Varroa-Druck und die müssen ja auch noch wachsen. Also die brauchen die Bienen, die schlüpfen, dass die an Volksstärke gewinnen, dass die überwinterungsfähig werden. Und deshalb mache ich das nicht bei Jungvölkern. Varroa-Behandlung bei Jungvölkern dementsprechend auch prinzipiell später, Ende August, in September rein,
je nach Befallsgrad, ne, weil die eben ja mit dem gewissen geringeren Befall gestapelt sind. Das Thema Waben ausschlecken lassen war auch noch eine Frage. Also das mache ich auch. Sprich, ich mache das so bei mir, ich lege ein Absperrgitter ein, dann diesen Fütterer und dann stapel ich die ausgeschleuderten honigfeuchten Waben da drauf. Auch das hat bei mir Zeit. Ja, das mache ich am liebsten, wenn mal zwei, drei Tage Regenwetter ist, weil dann habe ich keine Gefahr mit Räuberei, dass andere Bienen da rein wollen, dass den intensiven Honigduft riechen und dann hier, dass es da Ärger gibt zwischen den Bienenvölkern. Deshalb mache ich das eigentlich ganz gern, wenn es mal zwei, drei Tage regnet. Also habe ich jetzt noch nichts geplant. Funktioniert ganz gut, ein, zwei Tage, dann sind die schön sauber geschleckt, die Bienen haben noch mal ein bisschen Honig eingelagert und die können einfach trocken ab ins Lager und dann schimmelt da nichts und dann gibt es da keine Probleme. Dann noch wahrscheinlich die häufigste Frage oder mit einer der häufigsten Fragen, wie viele Völker habe ich? Da schreibe ich dann immer, möchte ich in diesem Forum nicht sagen. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich euch misstraue oder irgendwas in der Art, sondern es ist einfach schwierig, das immer aktuell zu halten. Wenn ich jetzt hier was sage, ich meine, es ist relativ flexibel. Wenn ich 40 Milchkühe in meinem Stall habe, dann habe ich da 40 Milchkühe. Dann kommt meins auf die Welt, dann geht es wieder, das ändert sich im 9-Monate-Rhythmus. Oder? Bei Bienenvölker ist es halt so, wir haben es jetzt dieses Jahr gesehen, da habe ich gesagt, okay, ich mache die Brutentnahme, dann habe ich da, weiß ich, schon mal 30 oder 40 neue Bienenvölker stehen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die dann einwinter, ne, oder wie ich die überhaupt auswinter, also wie sich die entwickeln, oder wie viel ich dann auflöse in der Zeit, weil die Königin schlecht ist oder weil es irgendeine andere Probleme gibt. Und es schwankt einfach relativ stark. Und meine, die Völkerzahlen sind ja auch, das sind jetzt nicht meine, also ist jetzt nicht mein großes Geheimnis, aber weil ich kann das hier einfach nicht aktuell halten. Und ich denke, man sieht es in den Videos, dass ich jetzt nicht 50 habe, sondern einfach deutlich mehr. Oder auch über, ja. Und dass ich das hoffentlich glaubhaft rüberbringe. Also ihr könnt ja mal, ja, deshalb, wie gesagt, möchte ich das nicht sagen. Ich meine, wenn ihr zu mir kommt, wir machen ja Führungen und so, da reden wir auch über Völkerzahlen, da habe ich kein Problem. Also da verstehe ich ehrlich gesagt viele andere Imker auch nicht, für die das so praktisch so ein No-Go-Thema ist. Also wie gesagt, ich will es nicht auf YouTube machen, ich will es nicht per E-Mail machen, aber im persönlichen Gespräch, ich meine, hier in meiner Gemeinde, da wissen das, wer mich fragt, der kriegt eine Antwort. Das ist nicht das Thema. Oder persönlich gesehen oder im Laden. Weil die Völkerzahl sagt ja erstmal auch gar nichts darüber aus, wie gut Imkern. Ne? Ich meine, ich kann mit 500 Völkern, kann ich jeden Monat 1000 Euro draufzahlen. Ich kann aber auch schon mit 100 Völkern jeden Monat 1000 Euro verdienen. Also die Völkerzahl ist da ja nicht der Maßstab, sondern einfach Waffendeckungsbeitrag mache ich mit meinen Völkern. Da spielt der Honigertrag eine Rolle, da spielt es eine Rolle, ob ich Ableger draus mache, ob ich die verkaufe, es spielt eine Rolle, ob ich Königinnen verkaufe, ob ich das Wachs verkaufe. Und vor allem spielt eine Rolle ja nicht nur die Menge, sondern auch der Preis. Also gerade beim Honig, es gibt sicherlich unter euch Zuschauern auch Imker, die machen deutlich mehr Honigertrag pro Volk. Und ja, das mag alles gut sein. Für mich ist das aber der Honigertrag jetzt nicht klar. Ich meine, ich schaue auch drauf, ich weiß, was verkaufe ich ungefähr im Jahr an Honigmenge. Und die will ich auch haben. Und gerne auch ein bisschen mehr, weil wie gesagt, wir wachsen ja jedes Jahr. Aber ich meine, der Preis spielt ja auch eine Rolle und den Preis kann ich als Imker eigentlich leichter beeinflussen wie die Honigmenge. Die Honigmenge.
Honigmenge zu beeinflussen, dann muss ich wandern. Da brauche ich vielleicht eine andere Bienenkönigin. Das kostet mich, wandern kostet mich einen halben Tag mit 30 oder 40 Völkern. Und den Preis zu ändern, kostet mich eine E-Mail. Also ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich meine, es ist ja eine wirklich interessante Variante, um seinen Umsatz zu steigern. Ja, auf meinem Zettel steht nichts mehr. Da habe ich mir einfach die häufigsten Fragen aufgeschrieben. Vielleicht noch eine, was auch immer wieder kommt, Praktikum bei mir. Ja, also wir haben in der Tat in der Vergangenheit dieses Jahr keinen, aber wir hatten schon Praktikanten bei uns auf dem Betrieb. Ich meine, das Ganze ist für prinzipiell dann immer interessant, umso länger, umso schöner für mich auch. Wir haben jetzt gerade einfach aufgrund der räumlichen Gegebenheiten gerade nicht die besten Voraussetzungen, um das nochmal zu, oder tun uns da manchmal schwer. Wir arbeiten aber dran. Ja, also es kann gut sein, dass nächstes Jahr das Thema oder die Frage schon ganz anders aussieht. Ich bin da zuversichtlich, dass wir da was auf die Reihe bekommen. Ja, das war es jetzt, glaube ich, von meiner Seite. Also wie gesagt, Fragen könnt ihr wieder in die Kommentare reinschreiben. Entweder ich beantworte sie gleich oder ich sammle sie und mache dann wieder ein Video. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Ich werde jetzt, wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich den letzten Honig ernten. Und ja, dann kommt eigentlich so das, was zählt, nämlich die Varroa-Behandlung. Und dann wird das Thema auch schon wieder ruhiger. Also ich wünsche euch schöne Tage und bis dann. Viel Spaß.